nicht wissen, was der macht. Holy! Gegner sind jetzt alle tot. Hier bewegt sich nichts. Hier geht nichts auf. Auge der Wahrheit habe ich auch nicht, dass ich jetzt hier irgendwas sehen könnte, was mich noch weiterbringt. Ich bin auch super langsam, wenn ich die Fackel habe. Und sobald ich hier durchgehe, ist es weg. Ja, Leute, also ich habe keine Idee weiter. Null Nater Nente. Ich glaube, wir müssen echt zurück. Uns fehlt hier wirklich irgendwie ein Feuerpfeil. Ärgert mich jetzt. Okay, dann suchen wir halt mal einen neuen Weg. Und kommen später wieder. Also ich weiß aktuell... Ach so, warte mal, die sind ja auch noch da. Was ist denn, wenn ich die noch besiege? Ob wir dann irgendwas bekommen? Ein letzter Versuch? Ein letzter Versuch, alle Gegner einmal zu töten. Die hatte ich jetzt nicht bedacht. So. Aber wenn danach nichts passiert, dann weiß ich leider auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Ja, es passiert etwas. Eine Kiste. Ja, aber was bringt mir denn die Kiste? Wo ist die aufgetaucht? Bei den Zombies, oder? Ja, keine Ahnung. Die wird mir jetzt auch nicht viel bringen, oder? Da wird jetzt nicht ein Feuerfall drin sein. Nö. 20 Rubine. Ach, 200. Nee, 20. 50? Keine Ahnung. Nee, das war es jetzt leider auch nicht. Aber wir haben wenigstens noch was bekommen. Immerhin. Ja, hier. Ja, das war eigentlich alles easy. Aber uns fehlt irgendwas mit Feuer oder wir brauchen irgendwie Geschwindigkeit. Eins von den beiden Sachen. Ansonsten kommen wir gut klar. Feuer oder Geschwindigkeit, Leute. Die zwei Sachen. Irgendwo müssen wir das herbekommen. Ich glaube, hier kommen wir vorerst erstmal nicht weiter. Ich könnte nochmal gucken, ob ich, wenn ich den einen Zombie in dem anderen Raum umbringe, ob ich da noch irgendwas bekomme. Ich glaube aber eher nicht. Die Frage ist, wo war denn das? War das hier? Oder war das hier mit dem... Ne, hier war der andere. Ich meine, es gibt ja auch immer noch dieses komische Gedicht, ne? Versteckt hinter Wissen, das einsame Buch wacht. Mit einer Feder so mächtig wie ein Schwert stechen sie, um die Kerbe freizulegen. Versteckt hinter Wissen, das einsame Buch. Vielleicht kann ich mit dem Buch irgendwie Magie wirken. Aber mit einer Feder so mächtig steckt hinter Wissen. Hinter Wissen. Einer Feder. Ob das die Feder ist? I don't know. Steckt hinter Wissen. Ich gehe mal ganz kurz nochmal hier rein. Ja, ist schon wieder Wahnsinn, ne? Was das hier für ein Rumgerätsel ist. Aber das hier ist so... Ich
Ich glaube, das hier ist so das, was am meisten mit Wissen in Verbindung steht, oder? Weil das hier halt so ein... eine Bibliothek ist. Die Fackeln bleiben jetzt auch an. So, tschüssi, mein Freund. Gibt's noch mehr Zombies? Versteckt hinter Wissen. Hier vielleicht? Das sieht irgendwie auffällig aus. Aber ich sollte ja mit einer Feder raufhauen. Was wohl mit einer Feder gemeint ist? Anzünden? Nö. Ja, ja, okay, den habe ich vergessen. Seit wann macht denn der eigentlich Schaden? Was sind das jetzt schon wieder? Die haben doch vorher nie Schaden gemacht, diese Arme. Wahnsinn, ey. Versteckt hinter Wissen. Ja, da war nur das, da waren Schlüssel drin. Und eine Skulti. Merke ich gerade. Tschüss. Ansonsten ist ja nichts. Versteckt hinter Wissen. Naja. Naja, es kann auch sein, dass dieses Rätsel sich auf was anderes bezieht. Muss ja nicht explizit für hier sein. Also ich habe immer noch den Guess, wir brauchen irgendwie einen Feuerpfeil oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht kaufen kann in der Stadt. I don't know. Können wir mal ausprobieren. Achso, hier hinten geht es ja auch noch lang. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Guck mal da nochmal lang, ob wir da irgendwas finden. Immerhin, wir haben ja noch einen Schlüssel. Wir brauchen irgendwas mit Feuer. Vielleicht finden wir hier noch irgendeine Lösung. Wenn jetzt hier einfach so ein Feuerfall liegt, ne, das wäre so. Achso, stimmt, da ist der Friedhof. Da hatten sie auch was gesagt zu, ne, zum Friedhof. Oh, hier rennen auch diese Zombies überall rum. Okay, hier kann man graben. Grabhände habe ich aber noch nicht. Und ansonsten sind hier überall nur Zombies, die ich nur mit Feuer töten kann. Wahnsinn, Alter. Das haben die echt ganz schön aufgemotzt, das Spiel. Okay, ich habe ja aber einen Schlüssel. Theoretisch? Vielleicht gibt es ja hier drin irgendwas. Na, vielleicht finde ich hier was Schönes. Okay, Fledermäuse höre ich. Okay, das ist auf jeden Fall... Das ist doch bestimmt versteckt hinter Wissen, oder? Jetzt ist die Frage, was ist denn die Feder? Was ist die Feder? Feuer? So, ich töte ihn erstmal. Dann hier die Fledermaus und eine Schatzkiste mit mehr Geld. Ja, Geld finde ich gut. Eine Feder so mächtig wie ein Schwert. Okay, das ist aber, glaube ich, zu schaffen. Könnte mir vorstellen, dass ich das dann einfach abfackeln muss. Hallo? Ja, das war dumm. Das war ja richtig dumm. So, tschüssi, mein Freund. Okay, das ist, glaube ich, zu schaffen. Vor allem, wenn ich... ja, nicht so mache. Scheiße. Aber so hier vielleicht? Oder so? Ja, einfach so runterspringen. Alles klar. Ich habe auch nur noch zwei Versuche.
Okay, geht auch nicht. Ah, die Pegasus Boots. Das ist der Guest dahinter. Okay, Pegasus Boots, na klar. Okay. Weil die eine Feder dran haben, oder wie? Weil die hier eine Feder dran haben. Deswegen Feder. Hohoho. Okay, wir haben das Rätsel gelöst. Oh, das war nicht gut. Okay, wir kriegen einen neuen Schlüssel. Yay! Wenn da drin jetzt die Feuerpfeile sind, ne? Ah, versteckt hinter Wissen, das einsame Buch. Ne, es ist irgendein Buch. Es ist die Schaufel. We found a legendary craftkeeper's shovel. This shovel once belonged to a long forgotten craftkeeper. Also es ist eine Grabräuber-Schaufel. Ne, Grabwächter-Schaufel. Von einem längst vergessenen Grabwächter. Wer könnte das nur sein? Hm, schreibt's mal in die Kommentare. Was his cold heart was eventually soft-tended by a fast young boy who often called him his buddy. Ja, das war bestimmt der kleine Junge, der immer bei Boris dabei war. Okay, wir haben hier noch ein Tagebuch. This will be our final moments. I see no escape for us. Now I'm happy to at last be able to spend them with you. We leave this note for anyone who happened to find us down here. Know that we pass it to content our internal happiness awaits. In my last passing breaths, in meinen letzten Atemzügen, will ich an meine schönsten Zeiten denken. My favorite part of the town, Perm. Noch ein Gedicht, okay. Also erstmal, die zwei scheinen sich hier unten versteckt zu haben. Wir sehen hier hinten auch im Hintergrund zwei Leichen, sehr traurig. Die scheinen hier bis zum letzten Moment geblieben zu sein und wahrscheinlich sind sie verhungert. Alter, das ist schon echt makaber und traurig. Fliege der Sonne entgegen, kleiner Vogel, und lass dich von seinem Licht wärmen. In den Himmeln bist du geflogen. Okay, keine Ahnung. Hört sich für mich so ein bisschen an wie Haljasee und schießt deinen Pfeil in die Sonne. Irgendwie so ein bisschen. Hm. Aber gut, wir haben ein neues Item, wir kommen potenziell vielleicht weiter. Wir gucken mal. Das ist auf jeden Fall super crazy. Wo ist denn die Schaufel? Okay, die haben wir jetzt hier. Jetzt können wir wahrscheinlich einfach an solchen Dingern hier graben, oder? Jo, genau! Aha. Oh oh. Ich hasse die Gegner übrigens, ne? Ich hasse die so sehr. Okay, dann graben wir mal den Friedhof um, würde ich sagen. Oh Gott. Hä, warum bin ich denn so schwach? Ich schaff's nicht mal, so einen Geist mit einer Sprungattacke zu töten. Entweder sind die Geister gebufft oder ich bin wirklich schwach. Geben aber auch eine Geisterseele. Geil. Man kennt die Zombies, die im Grab hausen. Alter, klar! Sich verarschen. Die rennen mir jetzt alle hinterher. Hier mal nichts drin. Das ist aber auf jeden Fall besser, als einen Zombie an der Backe zu haben. Vielleicht hier so ein kaputtes Grab mal. Okay, da ist ein Loch drin. Jawoll. Cool. Das war mal nicht schlecht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein neuer Zombie. Will ich wissen, was der macht? Holy! Yo! Ich hab Angst! Ich hab mir was eingeschissen. Was zur Hölle? Yo, ist ja schlimmer als das schlimmste Horrorspiel. Okay, den baller ich das nächste Mal mit dem Bogen weg, ganz ehrlich. Ich wollte mal gucken, was der kann, aber ich wusste ja nicht, dass das passiert.
Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich trinke jetzt mal einen guten Schluck Milch, Junge. Was, Japu-Milch? Oh, alter Falter. Genau. Okay, hier. Jetzt sind wir auf der anderen Seite davon. Das heißt, wir müssen irgendwann da rauskommen. Und dann können wir wahrscheinlich die Schalter aufmachen. Dann haben wir wie so einen Shortcut. Alter, dieser... Das ist ja ein Dungeon quasi, oder? Ist jetzt wieder da? Ich hab Angst. Nee, Gott sei Dank ist der nicht wieder da. Junge, war der gruselig. Okay, ich dachte schon, die anderen sind schlimm. Aber der ist ja... Oh, oh. Junge, ist das dunkel. Okay, es gibt schön Herzchen. Also ich werde das für euch noch heller machen. Wundert's euch nicht, es ist mega dunkel gerade bei mir. Also ich sehe eigentlich fast gar nichts. So, hier ist doch bestimmt jetzt irgendein Fight, oder? Das sieht mir mega nach Fight aus. What the heck? Was ist er denn? Kommst du auch rein? Okay, Block. Sein Kopf. Ba-ba-ba-ba-bam. Nö. Ja, genau. Was ist das denn? Kommen da jetzt auch Dreier raus? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Mein Schild! Scheiße. Mein Schild ist gone. Das ist sehr schlecht jetzt gegen den. Okay, wir haben ihn. Alter. Was passiert hier? Oh, das ist aber traurig. Der war auch sau teuer, das Schild. Ich glaube, 100 Rubine hat der gekostet, oder? Okay, ich glaube, wir müssen uns da mal einen neuen kaufen. You found a magic laterne, also die magische Laterne. Okay, jetzt kann ich Flammen jederzeit igniten, ne? Jetzt kann ich Feuer entzünden. Das ist das Item, was ich gebraucht habe, Leute. Okay, und damit kann ich auch Enemies anzünden, Gegner anzünden. Jo, jetzt hab ich's, Leute. Mit dem Item komme ich weiter. Ey, wie krass, ey. Boah, cool, ey. Aber ich freue mich. Magic Laterne. Kostet Magie. Okay. Einmalig, oder wie? Ja, nice. Cool. Ja, Leute, jetzt geht's los. Jetzt können wir das hier wegrocken, auf jeden Fall. Gott sei Dank. Jetzt können wir wieder dahin gehen, wo wir vorher waren und können das eine Haus dann wahrscheinlich jetzt auch noch abschließen. Weil wir können jetzt die... eine Fackel anzünden, dann können wir mit dem Feuerpfeil quasi oben das wegschießen. Das müsste ja gehen. Das ist die Frage. Gibt es hier irgendwo auf diesem Friedhof noch irgendwas? Guck mal, der hier. Nee. Ach Mann, ey. Ich weiß nicht. Lohnt es sich jetzt hier noch weiter zu buddeln? Ich glaube, es sind gar nicht mehr so viele Plätze. Wir gucken einfach nochmal ganz kurz durch. Guck mal, hier ist noch eine Spinne. Die nehmen wir schnell mit. Okay. Da war gar nichts drin. Hier haben wir noch einen schönen... Habt ihr das gesehen? Der hat den anderen gefeiert. Der hat einfach... Yeah, du machst das klasse, Alter. Hat ihn einfach weggefeiert. Okay, ich habe keine Ahnung. Haben wir jetzt schon alle Plätze untersucht gehabt? Ich hau jetzt ab, Leute.
Müssen wir vielleicht nochmal in Ruhe machen. Und wenn wir ein bisschen stärker sind, nochmal wiederkommen. Heilige Scheiße. Oh Gott. Jo, das war auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall ein krasses Ereignis. Dieser Zombie, ey, der... Ich werde heute Nacht Albträume haben, ey. Ich werde heute Nacht solche Albträume haben. Ich sag's euch. So, jetzt erstmal Gegner wegflappen hier, ne? Nice. Das war gut. Geld. So, dann holen wir uns den noch schnell. Der gibt auch nochmal Money. Oh, die geben so schön Geld. So, dann Magie, zack und rein da. Und jetzt können wir hier schön... Und dann müsste die Tür aufgehen. Da haben wir das nämlich auch gelöst hier. So, hier war doch... Genau, hier war jetzt irgendwo noch so ein... Fledermaus. Oh, die hat gar keinen Bock auf mich. So. Boomerang. Boomerang, Boomerang. Zack. Und dann... Ja, das war falsch. So, haben wir jetzt hier noch was Essentielles drin? Oder was ist hier? Auch nochmal ein Schlüssel. Okay, haben wir schon zwei Schlüssel. Ja, nice. Also war auf jeden Fall auch wichtig, hier das zu machen. Ich glaube, ich hole mir jetzt nochmal ein paar frische Herzen. Zum Auffüllen so ein bisschen. Also die hat man ja hier, konnte man die gut finden in den Büschen. Pfeile auch nochmal ein bisschen. Magie geht langsam zur Neige, aber ich... Ja, die Zombies kommen ja dann. Die Zombies füllen das ja wieder auf. So, das heißt, wir können jetzt... Hier muss ich rein, ne? Hier musste ich rein. So. Genau. Und diesmal kommen wir weiter, Leute. Jetzt haben wir den Punkt gefunden, wo es weitergeht. Ich hätte die ganze Zeit einfach mal hinten langlaufen müssen. Shit, da hätte ich einfach, ja, hätte ich easy weitergefunden. Naja. Wir haben sie im Endeffekt noch gefunden. Gott sei Dank. Geld haben wir mittlerweile auch so viel schön bekommen. Wir können dann richtig schön shoppen gehen, wenn wir hier fertig sind. Das freut mich. Okay, weiter geht's. Full aufgeladen. Geht's weiter. Jetzt sind die ganzen... Achso, wenn ich die einmal alle getötet habe, sind die alle weg. Ah, verstehe. Ja, dann hoffe ich, dass ich jetzt noch Magie bekomme hier. Komme ich nämlich nicht. Kommt mal von hier irgendjemanden noch Magie, damit ich mir das ein bisschen aufladen kann? Weil sonst kann ich, glaube ich, noch zweimal die Fackel entzünden, also die Lampe, und dann ist er vorbei. Gebt ihr Magie, ihr Kleinen? Zufällig. Auch nicht, gell? Ja, das ist blöd. Okay, dann habe ich nicht mehr viel aktuell zu bieten an Magie. Aber wir kommen jetzt weiter. Wundervoll. Ah. Okay, ich töte den mal noch schnell. Vielleicht gibt es da noch irgendeine Schatzkiste oder so. Auf jeden Fall gibt es Geld. Wie viel weiß ich? Wundervoll. Ah, keine Magie leider. Schatzkiste auch nicht. Traurig macht mich das. Okay. Weiter geht's. In der Hoffnung, dass es irgendwo Magie gibt, Leute. Wir brauchen die. Vielleicht auch für einen Endboss oder so, weil wir müssten ja theoretisch jetzt irgendwann demnächst... Okay, die geben Magie. Die essen einfach. Also ich frage mich echt, was hier passiert ist, ganz ehrlich.
Ich frage mich echt, was hier passiert ist, Leute. In dieser Stadt. Ob die zwei Liebenden vielleicht einen Fluch ausgelöst haben? Dadurch, dass die nicht respektiert wurden oder so? Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Und dass alle dann zu Zombies geworden sind? Wer weiß, wer weiß. Candlehead. Looks like a candle and properly share its vulnerability to fire. I don't know what vulnerability is. Verträgt das vielleicht nicht. Aber süß. Möglicherweise. Da oben ist ein Herzteil, habe ich gerade gesehen. Wir haben aber hier auch Fackeln, also da würde ich jetzt keine Magie verschwenden für die Kerze. Kann ich die auch einfach so töten? Nö. No, süß. Komm mal her, meine kleine Kerze. Explodiert die? Ja, macht sie. Ich bin jetzt in dieser Kirche, oder? Die, wo der große Steinblock davor ist. Würde ich sagen. Okay, da ist noch einer. Ja, ich zünde die alle mal an. Keine Ahnung. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Ich hätte gedacht, ich kann das vielleicht wegspringen mit einer Kerze, aber ich glaube, das ist nicht der Hintergedanke dahinter. Der Hintergedanke dahinter? Komm, das machen wir nochmal mit Magie hier. Und das Herzteil kann ich mir doch bestimmt... Jo. Easy. Schön. So, da oben haben wir noch eine Schlüsseltür, aber wir haben hier auch zwei Türen ohne Schlüssel. Die würde ich erstmal bevorzugen, glaube ich. Und wir gucken mal rein, was wir da Schönes finden. Oh, okay, da ist Master Key. Und scheinbar haben wir gerade einen Teleporter freigeschaltet, der uns vielleicht wieder zum Anfang bringt. Sehr schön. Hier nochmal Magie mitgenommen. Nice. Leute, es läuft gut. Ja, heißt, wir müssten jetzt bald mal beim Boss rauskommen, ne? Ah, jetzt sind die Kerzen wieder da. Hat der eh nichts gebracht, die zu töten? Okay. Wir haben ja immer noch das andere Rätsel, ne? Fliege der Sonne entgegen, kleiner Vogel, und lass dich von seinem Licht wärmen. In den Himmeln bist du geflogen. Das haben wir immer noch. Ach nee, nicht der schon wieder. Okay. Das war der. Wir kriegen hier noch ein Item. Ein großes sogar. Was da wo drinnen auf uns wartet? Feuerpfeile vielleicht? Ich glaube nicht. Noch ein Herzteil. Wow. Nice. Okay. Sonst noch irgendwelche Dinge hier? Hier ist einfach nur ein Bett. Gut, aber ansonsten war es das hier auch schon. Boah, ich habe echt Bock auf noch einen Kaffee, Leute. Den muss ich mir gleich mal holen. So. Aha. Hier gibt es doch bestimmt irgendeinen Geheimraum. Vielleicht ist hier auch das Rätsel gemeint irgendwie. Guck mal, hier ist wieder so ein Wolf, den wir verschieben müssen. Ich hole mir mal kurz einen Kaffee, Leute, und mache mal kurz Päuschen, weil ich nehme jetzt schon echt lange auf. Und würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Also, ich gehe stark davon aus, dass dieser Raum hier mit dem Rätsel zu tun hat, beziehungsweise mit dem Gedicht zu tun hat. Denn wir haben hier jetzt auch wieder was zum, Fliegen. Ne? Zum Fliegen, zum Schieben, meine ich. Weil, hier ist ja auch ein Vogel, ne? Fliege der Sonne entgegen, kleiner Vogel, und lass dich von seinem Licht wärmen. In den Himmeln bist du geflogen. Ah, geht's jetzt nur um den Vogel? Beziehungsweise vielleicht kommt der Vogel kommt bestimmt zum... Pass auf, der Vogel kommt bestimmt zum...
Hallo? Jetzt. Der kommt bestimmt zum Mond. Der Wolf kommt bestimmt zum Mond und der Vogel kommt zur Sonne. Das wäre meine Idee. Das ist 100 pro der Hintergrund hinter der ganzen Sache hier. Da liegt auch nochmal ein Tagebuch, glaube ich, auf dem Tisch. So. Geht das so? Ich glaube, das sollte so reichen, oder? Ich mache einfach mal so. Und den Vogel bringe ich zur Sonne. Die ja da hinten ist. Aber da steht, fliege der Sonne entgegen, kleiner Vogel, und lass dich von seinem Licht wärmen. In den Himmeln bist du geflogen. Ob das was wird? Ah, cool, dass man hier auch so rausgucken kann. Mega nice. Kann ich den da vorbeischieben? Mann, natürlich nicht. Ganz umständlich muss ich das machen. Hier steht vielleicht auch was von dem Wolf. Aber das wäre jetzt für mich nur logisch, dass ich das so mache. Ich werde trotzdem dann gleich mal gucken. Was da noch in dem Buch drin steht. Uno Momento, Leute. Ich schieb den nur noch mal zur Sonne. So, und jetzt noch mal drehen irgendwie. Ne, andersrum. Und noch mal. Nicht? Aha. Okay, das war schon mal richtig. Was steht denn noch in dem Buch? I can't believe this happening. He promised I would end up like this. I should have known it was nothing but lies. Everyone of the townspeople is... Also er wusste nicht, er hätte niemals gesagt, dass es so enden wird. Jeder von den Leuten in der Stadt ist entweder tot oder ist zu einem Toten geworden. Und jetzt kommen sie mich holen. Okay, ich würde jetzt meine... Er will seine geheime Passage hinter den Buchregal benutzen. Aber es ist zu spät. Ich habe die Idee gestohlen von den Girls mit ihrem Secret. Also ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Menschen in diesem Dorf zu unterstützen, und ich bereue keinen einzigen Moment davon, nicht einen. Was wir dort unten geschaffen haben, wird ein Leuchtfeuer dessen sein, was kommen wird. Oh, wie ich wünschte, ich könnte den Tag sehen. Ehre der Dunkelheit, irgendwie sowas. Okay, ich denke mal, der Wolf, der muss vielleicht noch ein Stück rüber. Und ein Stück zurück. Dass der irgendwie auch mittig steht. Oder muss der vielleicht andersrum stehen beim Mond? Das könnte ich mir auch vorstellen. Obwohl, der steht auch nicht mittig, ne? Der hier steht... Ja, der steht auch nicht mittig. Ah, okay. Gut, wir haben's. Perfekt. Aber hat er nicht gesagt, hinter dem Bücherregal? Hat er nicht gesagt, hier ist es? Wo ist das jetzt passiert? Ich hätte gedacht, ich dachte jetzt sein Bücherregal. Da steht doch drin in seinem Bücherregal. Ist das Secret. Ist der Secret Room. Oder habe ich das falsch gelesen? So. Hidden behind the bookshelf, genau. Ich habe die Idee sogar von diesen dummen Mädchen geklaut, die dachten, sie könnten ihr Geheimnis verbergen. Also, sind das zwei Mädchen gewesen, die sich geliebt haben? Also geht es auch so ein bisschen vielleicht um Lesbenhass? Keine Ahnung.
Was zur Hölle ist hier passiert in diesem... Okay, ich kann das gar nicht mehr verschieben. Also das war's hier. Ja, verschieben kann ich nicht. Aber hier soll... Hä, ich versteh's nicht. Logisch. Bin ich dumm? Nö. Funktioniert auch nicht. Oder vielleicht seitlich? Okay, ich hätte gedacht, das funktioniert. Okay, dann nicht. Dann muss ich jetzt mal herausfinden, wo das jetzt gerade... passiert ist. Hi Kumpels. Und tschüss Kumpel. Nice. So, hast du einen, hast du alle. Ja, wo ist das jetzt weggegangen? Ich habe keinen Plan. Das gilt es jetzt herauszufinden, liebe Leute. Irgendwo muss es ja passiert sein. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Ja, tatsächlich, ne? So, hier ist ja nichts passiert, oder? Nee. Also es muss ja vielleicht irgendwo in der Mitte vom... War das der Brunnen? Das könnte der Brunnen gewesen sein. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, das könnte sein, dass es der Brunnen ist. Aber da muss ich ja wieder dahin latschen. Meine Güte. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz raus und ich schätze, der Brunnen hat sich zur Seite bewegt. Das ist mein Guess. So, aber dann haben wir es ja gleich geschafft hier. Theoretisch. Dann müsste das gleich hier vollendet sein, dieser Abschnitt. Der war hammermäßig krass, dieser Abschnitt. Der war cool, aber auch krass. Jo, es war der Brunnen. Alles klar, rein da. Dann kommen wir jetzt bestimmt bei dem Boss-Key raus, oder? 100 Pro. Aber vorher müssen wir noch was anzünden. Warte mal, ich gehe erstmal kurz... Oh, war das ein Fehler? Nee. Ich gehe mal ganz kurz runter gucken, was mich da noch erwartet. Nicht, dass unten dann Gegner kommen. Oh, warte mal, hier war. Hier war eine Spinne. Hä? Doch unter mir? I don't know. Da ist er. Ich hab sie. So, das müsste Nummer 19 sein, oder? Ne, 20 sogar schon. Geil, sehr schön. Ja, dann jetzt müssen wir was anzünden. Jetzt müssen wir fleißig anzünden. Die Frage ist, mache ich das mit der Lampe? Wir kriegen hier Pfeile. Ich hoffe, das reicht so. Eine noch, oder? Okay, Tor ist offen. Weiter geht's. Geld. Magie wäre noch schön gewesen, aber naja, man kann nicht alles haben. Okay, wir sind da. Dann kriegen wir hier jetzt den Boss-Key und das macht Shortcuts hier, ne? Nicht? Hä? Okay, ich hole jetzt meinen Schlüssel raus. Vielleicht kann ich es dann erst aktivieren, wenn ich den Schlüssel habe. Damit, keine Ahnung. Boss-Key. Ja. Nee, irgendwie nicht. Hä? Funktioniert das nicht, oder? Das muss gleichzeitig aktiviert werden, wahrscheinlich, ne? Dann muss ich wahrscheinlich mal kurz meine Schuhe ausziehen und eine große Wirbelattacke machen. Okay, warte. Jo, dann gehen beide Türen auf. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier nochmal...
Ist aber nur eine Tür aufgegangen. Hä? Warum geht die Tür nicht auf? Ist das ein Bug? Na gut. Okay. Wir haben ja trotzdem einen Shortcut. Gut, Leute, wir gehen wieder raus. Nee, Quatsch, wir müssen ja gar nicht raus. Wir müssen jetzt zum Boss. Wir sind ja richtig. Wir werden quasi geführt. Stimmt. Wir müssen ja nur hier lang. Das passt ja alles. Ja, geil. Ja, jetzt geht's zum Boss, Leute. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn das letzte Mal der Boss? Habe ich schon wieder voll vergessen? Was war denn der letzte Boss? Wir holen uns auf jeden Fall nochmal kurz Magie. Könnte wichtig sein für den Boss. So. Mann, die Aufnahme, die ich hier gemacht habe, das könnten ja fast zwei Folgen werden. So, wir sind voll aufgeladen. Wir haben auch noch Suppe notfalls. Wir haben volle Magieanzeige. Alles ist da. Ich glaube, wir können in den Bossfight reinstarten. Ich werde mal noch Pfeile dazu holen. Magie, okay. Ich mache hier mal einen Save Point und dann geht's rein, Leute. Auf zum Boss. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Oh. Ist es einfach. Ich glaube, der ist modifiziert. Bongo Bongo. In modifizierter Form. Ich habe kein Auge der Wahrheit. Ist das wichtig? Oh oh. Was passiert jetzt? Ja, was ist einfach Bongo Bongo? Ich muss bestimmt das Licht anmachen, damit ich ihn sehen kann. Wetten? Könnte ich mir vorstellen. Okay. Ja. Ich habe kein Schild. Shit. Hallo. Aber das Coole ist, no. Okay. Ich mach die Lampe gleich wieder an. Aber ich brauche auf jeden Fall immer Magie. Ah, shit. Boah, der macht aber gut Schaden auf jeden Fall. Na klar. Kann sein, dass er schneller wird? Oh, okay. Hallo. Jo, wir haben ihn. Nice. Okay, war eine upgegradete Version von Bongo Bongo. Aber den haben wir easy hinbekommen. Ich habe es gleich gecheckt mit der Lampe, dass das quasi das Auge der Wahrheit in dem Fall ist. Geil. Geil, geil, geil. Cooler Boss. Cooler Boss. Und hat auch sehr hier zugepasst, finde ich. Ich freue mich, dass wir das jetzt auch auf die Ketten bekommen haben. Und ich glaube fast, wir können daraus zwei Folgen machen von dem ganzen Aufnahmezeug, was ich jetzt hier habe. Da habe ich ordentlich heute reingehauen. In die Bretter, würde ich sagen. Cool. Freue ich mich. Und wir kriegen Kallax Siegel. Magische Energie fließt durch das Design. Und eine eine unbändigbare Kraft, also unendliche Kraft fließt dadurch. Ja, geil. Schöner Herzcontainer. Ein Defense Heart, ne? Stimmt. Ein Defense Heart haben wir bekommen.
Oh, Leute, nice. Nächster Boss geklatscht. Damit haben wir, oh, wie heißt das? Es war Igata? Igata Village, ne? Ja, Road to Igata. Damit haben wir die Road to Igata abgeschlossen. Wir haben auch 20 von den Skulltulas jetzt. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt hier noch irgendwas vergessen? Es ist halt immer noch dieser Glockenturm. Den finde ich irgendwie merkwürdig. Das ist das Einzige, was ich noch merkwürdig finde. Und die Frage ist auch, die ich mir noch stelle, haben wir hier noch eine Skulti vergessen? Weil es soll ja, glaube ich, wie viele gab es hier? 6 Stück? Ich bin mir nicht sicher. Aber geil. Das hat mir richtig gut gefallen, das Design. Wir haben jetzt auch eine Schaufel. Wir haben die Lampe. Wir sind wieder stärker geworden. Hab ich mich an dem Baum schon mal dran gerollt? Naja. Aber hier ist auch nichts weiter. Okay, gut. Ich betrachte das erstmal als abgeschlossen. Wir können ja mal zu dem Typen da gehen, der für die Skulltis verantwortlich ist. Das würde ich heute als letzten Akt noch machen. Der hat doch ordentlich Pfeile gefressen hier. 1160 Rubine haben wir mittlerweile. Richtig nice. Vielleicht können wir jetzt auch zu der Bürgermeisterin gehen von der Stadt. Und vielleicht erlaubt ihr uns jetzt neue Sachen zu kaufen. Ne, wir brauchen ja immer irgendwie so ein Ticket dafür, dass wir da einkaufen dürfen. Vielleicht gibt es da jetzt irgendwas Neues. Das sollte man nochmal auskundschaften auf jeden Fall. So. Hier nochmal ein bisschen Geld mitnehmen. Nice. Es läuft, Leute. Es läuft richtig gut. Wir gucken gleich nochmal, ob jetzt Igata fertig ist mit den Skulltis. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich nochmal reingehen würde. So, gucken wir erstmal. Erstmal. Hi, ich habe wieder genug, glaube ich. Jo, er freut sich und wir kriegen ein neues. Ah, you found Rock's Feather. Okay, ich kann jetzt in die Luft springen. Noch ein neues Item. Rock's Feather. Das Item gibt es auch in Ultimate Trials. By the way. Wo war denn der Tracker? Hier. Hammer. Da waren wir noch nicht. Okay, Igata ist abgeschlossen. Geil. Cool. Cool, cool, cool. Es gibt ja, glaube ich, nur 30 Stück, ne? Wenn wir alle 30 haben, kommen wir bestimmt da hinten rein. Okay, Leute. Nice. Ich würde sagen, im nächsten Part, ja, in der nächsten Folge dann. Wird wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen dauern, ich die wieder aufnehmen kann. Aber wir haben jetzt erstmal 2 Folgen. Ne, die gehen ja auch, ja, 3/4 Stunde, 40 Minuten ungefähr. So eine Folge, wenn ich mit Schneiden fertig bin. Jo, war auf jeden Fall super erfolgreich. Ich bin sehr zufrieden mit uns. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Schaut auch gerne mal auf meiner Website vorbei. Macht da noch ein paar neue Vorschläge, was ihr sehen möchtet, was ihr gucken möchtet. Ich bin da für alles offen. Link müsste in der Videobeschreibung sein. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht, hier in Zelda Indigo. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.